Hey ho, schöne gute Nacht. Der Vorbuddler ist hier wieder am Werk, in einer kleinen Unterschlupfhöhle nahe des Flusses. Und ja, der noch einer werden soll, ne? Oder ein kompletter werden soll, sagen wir mal so. Ja, Nacht ist hereingebrochen. Eigentlich wollte ich jetzt so, ja, einfach gar nicht filmen, sondern einfach warten. Doch dann wird mir langweilig. Ich habe eine Tiefbogen angefangen. Dann fiel mir auf, dass ich keine Fackel mehr habe. Also nur noch sehr wenige. Aber dann habe ich Kohle gefunden. Und darüber freue ich mich doch sehr. Und dann kann ich auch gleich Fackeln bauen. Und dann kann ich auch hier einfach mal schön locker, lustig, luftig, locker, lustig, leicht. Ich kriege jetzt einfach nie hin. Ach, lustig, luftig, locker, leicht. So. Und weiterdrehen. So. Nur kein Problem. Ja, müsst ihr eben teilhaben. Wir müssen auch mal wieder richtig schön so buddeln. Wir sind ja schließlich Minenarbeiter. Ja, minenarbeit.de. Ja, und was gibt's da Schöneres, als die Nacht unter Tage zu verbringen, im Kohlenstaub, in der Zeche? Das ist herrlich. Ich finde das wirklich gut. Es hat jetzt natürlich, wenn ich jetzt hier so alleine drehe, dann, ja, man muss sich immer fragen, fangen wir mal vorne an, ja, was ist denn eigentlich die ganze Faszination, ne? Also, ich meine, man buddelt hier teilweise stundenlang irgendwie rum. Denkt nur auch mal zum Beispiel daran, wer noch unseren alten Server kennt, wo wir die Zwergenhalle vom Barty hatten, vom Bartimeus, der da wirklich wochenlang gebuddelt hat mit einfachen Werkzeugen und eine riesige Halle ausgehoben hat, ne? Man fragt sich dann halt, warum tut man das? Was ist die Faszination daran, ne? Jetzt hier, wenn ich so drehe, ist das natürlich schwierig, weil ich die ganze Zeit natürlich auch ein bisschen was dazu erzählen möchte. Hier ist dann noch mehr Kohle da oben. Das holen wir uns alles. Das muss alles mitgenommen werden. Jetzt alle Anfänger unter euch. Jetzt, ich bin mir sicher, dass viele neu dazukommen. Dadurch, dass Minecraft jetzt praktisch in der Vollversion in den Startlöchern steht schon. Immer alle Ressourcen mitnehmen, alles sammeln, was ihr kriegen könnt. Ne? Nichts verschwenden, nichts liegen lassen, auch keine Erde, kein Geröll, alles mitnehmen. Ne? Ah, hier, wunderschön. Dafür mache ich Tiefbohrungen, da kriegt man auch mal ein paar Sachen zusammen. Nee, aber was ist die Faszination daran, an dieser Buddelarbeit? Ne? Alleine, ja, jetzt hier mit Video ist das natürlich schwierig, weil ich die ganze Zeit, wie gesagt, irgendwie was erzähle. Aber wenn ich jetzt alleine bin, oder wie früher, als ich noch gar kein Minenarbeiter war, so, ne? Sondern ganz normaler Minecraft-Spieler, so wie ihr. Ne? Ich denke mal, das hat einfach so auch was Entspannendes. Es ist so eine monotone Arbeit. Man kann da auch gut bei nachdenken, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, was macht ihr denn so, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal so eine riesen Grabarbeit habt, hier so eine richtige Ausgrabung, ne? Wo ihr so richtig, ja, ich sag ruhig mal so eine 2 Stunden lang so buddeln müsst. Also sowas wie ich jetzt hier mache, eine große Halle ausheben unter Tage, irgend sowas, was lange dauert, was immer dasselbe ist, ne? Wo man nur ab und zu mal los muss, um sein Inventar vielleicht wieder zu leeren oder sowas, und sonst kaum Abwechslung hat, ne? Was macht ihr denn dann so? Denkt ihr dann über irgendwas nach, über irgendwelche Probleme, die ihr habt, oder natürlich, wie ihr die lösen könnt, über, was weiß ich, schulische Aufgaben? Denkt ihr, hört ihr dabei Musik? Was hört ihr für Musik dabei? Hört ihr gerne Hörbücher, oder was macht ihr denn da so, ne? Woran denkt ihr denn? Weil es ist doch sehr monoton, ne? Und ich frage mich da, irgendwas Tolles muss das sein, was man dabei immer macht, weil sonst wird man das ja nicht tun. Das ist doch wirklich sehr langweilig eigentlich. Wenn da jetzt einer so nur zusieht, ne, der denkt da auch. Und haben ja viele Leute haben das Problem. Die wissen nichts anzufangen erstmal mit Minecraft, weil die denken, was ist denn das, so eine stupide, monotone Buddelarbeit, ne? Na gut, jetzt seht mal, jetzt haben wir Geröll gefunden. Jetzt hören wir auch das Philosophieren mal auf. Es war jetzt nur so eine Frage, fiel mir gerade so ein. Ja, es ist doch immer irgendwie. Ne? Also man kann gut nachdenken, glaube ich, bei solchen Arbeiten. So, man hat auch seine Ruhe irgendwie, ne? Glaube ich, Staubsaugen. Wenn ihr zu Hause staubsaugt, habt ihr auch immer eure Ruhe. Ne? Da könnt ihr unheimlich gut, oder auch spülen und so, da könnt ihr unheimlich gut bei nachdenken.
Ja, spülen nicht so gut, weil das ist leise, da könnte euch ja immer noch jemand zuquatschen. Ne? Aber Staubsaugen ist zum Nachdenken auch sehr gut geeignet, weil dann werdet ihr auch in Ruhe gelassen, ne? Von euren Eltern, von eurem Partner oder eurer Partnerin, Kindern und sonst was, weil ihr ja eine Tätigkeit tut, die sonst keiner tun möchte. Ja, ihr kümmert euch ja um irgendwas, was nicht so beliebt ist, und dann lässt man euch natürlich auch schön in Ruhe. Und da macht der Staubsauger auch viel Lärm, ne? Und da kann man irgendwie gut bei nachdenken. Und es quatscht einen auch keiner voll, so wie ich jetzt gerade hier euch voll quatsche, ne? Also, wenn euch meine Videos nicht gefallen, dann schaltet einfach den Staubsauger an. Dann übertönt ihr das alles. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Ich habe heute irgendwie einen philosophischen. Und an auch keine Fackel mehr, aber das lässt sich ändern. Boah, 64 Kohle haben wir schon gesammelt. Mein lieber Schwan- und Kupferscholli. Ha. So. Wo bin ich denn eigentlich? Wo muss ich denn lang, ey? Noch. Ey, sag ich heute auch unheimlich viel, ne? Ich weiß gar nicht, habe ich das in letzter Zeit viel gehört, ey? Ja. Ah ja, so ist das. Ja, man verfällt halt in so einen Grubenwahn. Ne? Ich wollte jetzt nicht Grubenterror sagen. Schon wieder Kohle. Komm, jetzt könnt ihr uns auch mal ein bisschen mit Silber belohnen. Jetzt Kohle ist ja jetzt immer gut. Jetzt, ich meine, ich bin ja dankbar für Kohle, aber jetzt ist ja nicht so, dass ich jetzt um Kohle bettle. Ne? Also heiliger Minecraft-Geist oder Gott. Hör mal auf, mich jetzt hier mit Kohle zu versorgen. Ja, ich mach's hell. So. Ersten Schreien schon wieder. Ma, ich seh nix. Seh nix. Da mach doch die Augen auf. Vollbild gucken. Oder beziehungsweise nicht Vollbild. Vollbild ist vielleicht auch wieder nicht gut. Je nachdem, wenn ihr einen großen Monitor habt. Aber einfach mal aufklappen, das Video. Ich drehe dich umsonst in so HD-Gezeugst. Wenn es keiner guckt, kann ich mir das auch sparen. Oh! Ja, guck mal, sind unsere Gebete doch erhört worden. Na? Sind unsere Gebete doch erhört worden. Das ist doch wunderschön. Ha! Hab ich doch gewusst, das geht noch weiter. Deswegen grab ich mich jetzt auch mal hier so rum. Ja, wunderschön. Ja, das ist doch gut. Jetzt meinen Berechnungen zufolge müsste es auch langsam draußen wieder hell werden. Na? Ja, jetzt habe ich mir natürlich hier den Weg abgerissen. Boah, ja, okay, mit der Erde, ja, mit dem Erdanteil hier werden wir natürlich unsere Grasstraße gut bauen können. Denken viele vielleicht das Falsche. Was hat er mit Gras vorne? Grasstraße? Will er sich da was zum Rauchen anzüchten? Nein, nein, ich möchte nur einfach Gras vermehren, also Wiese, ne? Und um dem verstorbenen 1.8 ein Grab dort zu bauen. Jetzt komme ich auch hier schon so schlaftrunken und irgendwie vom Grubengas benebelt, komme ich hier kaum noch hoch. Wo ist denn der Ausgang, um Gottes Willen? Hier, ne? Würde ich mal sagen. Und noch weiter. Ja, vielleicht macht man da mal diese Nebengänge wieder zu. Leute, Leute. Bin ich so tief schon unten? Ja, so tief bin ich schon gesunken, Leute. Ah. Weiter geht's. Und vielleicht nochmal mit der Eimeraktion weitermachen. Beim letzten Mal haben wir angefangen. Da ist denn hier noch drin? Auch noch ein Eimer, vielleicht? Nein. Gut, wertvolles Zeug lasse ich jetzt erstmal hier. Wegen der eventuell draußen noch anwesenden Sprengwürmer. Ist auch doch, ist es schon hell. Ja, ist doch schon hell. Was will ich denn? Komm, weg hier. Direkt. Bisschen Abstand. Alles friedlich.
So, dann wollen wir noch mal gucken. Hier war doch so eine unendliche Quelle da vorne. Hier irgendwo. Ach, ist das unbequem? Das ist die nicht. Das ist die nicht. Da oben ist das. Da im Wasser holen wir uns das jetzt. Ach, das ist natürlich jetzt sehr unbequem. Ja, gut, da machen wir jetzt von hinten nach vorne. Aha. Ne, das ist auch schon wieder ein bisschen mehr. Schon wieder ein bisschen besser. Vielleicht verfahren wir auch wirklich jetzt Schritt für Schritt. Das ist doch besser. Ja, das bringt es aber viel besser. Ja. La la li la la li la la la. Ah, das war noch nicht ausreichend. Ja, das ist eine Hopserei und Schwimmerei hier. Das finde ich mal ein bisschen nervig. Aber wenn es so funktioniert, ne, dann ist das gar nicht so schlimm. Einmal direkt wieder voll machen. Und da was hinknallen. Und hier in der Ecke. Und wieder voll machen. Ja, und so geht das Schritt für Schritt. Und das lohnt sich. Es ist wirklich ein bisschen schade, dass man dann irgendwie keine richtigen Strömungen so noch drin hat, ne? Ich bin ja mal gespannt, was da noch alles für Überraschungen auf uns warten, ne? Von denen die Stockholmer noch gar nichts gesprochen haben. Was mache ich denn hier? Was die noch so vielleicht einbauen und so Sachen, ne? Wie ist ja gut möglich, dass da noch ein paar Überraschungen auf uns warten. Jetzt habe ich gerade von letzte Woche hier von Dracheneiern gehört, die man im End dann auch klauen kann, wahrscheinlich klauen kann, schätze ich jetzt mal, ne? Vielleicht kann man die Dracheneier dann, ja, vielleicht gibt es dann doch mal einen Weg zurück aus dem End. Ich weiß im Moment noch nicht, ist halt ziemlich sinnlos, ne? Ja. An der Stelle auch immer wieder darauf hinweisen, das ist alles unter Vorbehalt, wenn ich über irgendwelche Versionen und Features spreche. In dem Moment, wo ihr das Video hier seht, könnte das schon alles geklärt sein, weil das meistens so ein paar Tage Verschnitt hat, ne? Also ein bisschen Überhang. Ja, ist ein Überhangsvideo. Also es geht hier jetzt zwar langsam, aber doch stetig voran. Also es ist gar nicht übel. Was man mit zwei Eimern so machen kann. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel, bei uns in der Nähe gibt es zum Beispiel den Rhein. Das ist der Deutschlands größter Fluss. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da jetzt mit zwei Eimern rumhantieren müsste, um da irgendwelche Zuläufe und so zu füllen. Na dann Prost Mahlzeit. Aber in Minecraft ist das alles möglich. So, ach, guck mal, da sind wir doch schon fast. Jetzt sag nicht, dass es gerade dunkel wird. Nein, es ist erst Mittag. Dann lassen wir uns mal ein bisschen treiben hier. Kunterbuntes blaues Treiben. Pitschepatschinas. So. Was ist denn, wenn ich jetzt mal dahin? Nee, dann bleibt da die Ecke immer noch bestehen. Ne? Ist auch nicht so gut. Aber jetzt haben wir wieder ein Stück geschafft, ne? Ja. Es hat was Entspannendes. Minecraft-Spielen hat auch was Entspannendes. Ja, es ist. Also ich habe echt den Eindruck, ist so. Ach, der Baum. Immer denke ich hier die ganze Zeit, es wird schon dunkel wieder. Dabei bewege ich mich nur allmählich da unter diesem Baum immer mehr. Wenn wir das jetzt hier schaffen, dann hole ich noch schnell das Zeug aus der Höhle, hier aus dem Unterschlupf. Da, hier Kohle und Silber. Und dann machen wir uns zurück ins Dorf. Dann haben wir ja auch genug Erde gesammelt und dann können wir da mal weitermachen mit dem Gras. Komm. Es ist nicht mehr weit. Ich glaube, die haben sich sogar schon verbunden. Ja, jetzt müssen wir noch den ganzen Firlefanz hier rausbekommen.
Die ganzen Ströme, weil die sind mir zu krass. Wenn man jetzt hier noch, was weiß ich, ein Gefälle drin hätte und sowas, und könnte man hier noch ein paar Steine reinlegen und dann würde das so, ja, wie so eine natürliche Stromschnelle aussehen. Ich hoffe, ihr seid noch nicht allzu durchweicht. Wir haben es ja bald, ne? Obwohl, langsam habe ich ja den Eindruck, dass ihr euch solche Aktionen hier, solche stupiden, monotonen Arbeiten doch eigentlich im Grunde eures Herzens ganz gerne anseht. Ich weiß zwar nicht warum, aber ist wohl so. Habe ich den Eindruck. So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt muss ich nur wieder hier raus. Oh, das ist ja super, jetzt ist der Fluss hier verbunden. Cool. Boah, super. Oh, jetzt komme ich hier noch nicht am Ufer entlang, so richtig schön. Mal gucken, was da noch vielleicht auf uns wartet. Geht der, wo geht der denn lang da noch? Ich wollte jetzt nicht so weit wegrennen. Oh, guck mal, da ist noch ein ganz schönes Stück. Da machen wir mal eine Expedition. Da machen wir mal eine Expedition, jawohl, dass ich da mal am Fluss lang laufe. Sowieso mal wieder ein bisschen was hier von der Umgebung sehen. Das ist ja noch ein relativ schöner Bereich. Die neu generierten 1.9er Geschichten sind, glaube ich, nicht. Also ich schätze jetzt auch mal, dass wir aber kurz oder lang, ich sag mal spätestens, wenn jetzt die Vollversion erscheint, denke ich mal doch, dass wir irgendwie mal neu anfangen müssen oder sowas. Es ist dann hier jetzt schon alles so verwurstelt und. Also ich bin jetzt hier Gott sei Dank noch nicht weiter durch die Gegend gerannt, um die Seeds zu erkunden. Nee, andersrum. So, das mitnehmen. Aber, ja, es ist irgendwie doch immer schon relativ heikel. So, bisschen Erde noch mitnehmen. Ja, das brauchen wir doch eh alles nicht. Dann noch ein bisschen von den Koppelsteinen. Und dann müssen wir uns aber auch ranhalten, sehe ich gerade. Eieieiei. Au, 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 au. Ah. Ach du meine Güte, Moment, jetzt muss ich auch noch mal eben unterbrechen, weil die Nase, die geht mir gerade, Moment. Oh. Ah, und schnell, weiter geht's. Ja, das wird aber knapp jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine besonders gute Idee war, hier jetzt lang zu laufen. Aber gut, ja, müssen wir halt durch jetzt. Es kitzelt nur was, irgendwas in meiner Nase, aber gut, da möchte ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, ne? Ja, da haben wir schon den ersten Kandidaten. Ey, das hättest du nicht machen sollen. Ja, super, er nur wieder. Score 168. Na toll. Ja, ich sprach doch davon, dass ich da kein Problem mit habe, wenn es mal drunter und drüber geht. Vor allem, weil ja nichts Schlimmes passiert ist. Ich schlafe jetzt auch mal eben. Und ja, mach mich dann wieder auf am nächsten Tag. Da liegt ja bestimmt noch alles. Ich würde sagen, das holen wir uns auch eben schnell. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier oben weiter. Dann machen wir das mit dem Gras. Wie gesagt, dann. Ach, guck mal, da ist auch noch einer. Ach. Ist natürlich etwas sehr optimistisch losgelaufen jetzt hier ohne Waffe. Im Dorf ist aber nichts gespawnt, ne? Manche Leute sagten auch schon, das fällt mir gerade ein, weil ich hier so gerade komische Geräusche mache. Man würde hören, dass ich einen Bart habe, habe ich letztens gelesen. ich habe aber keinen Bart. Ey. Ja, nee, ich fummel auch schon mal in meinem Headset rum und das hat so einen Schaumstoff vorne dran. Und tatsächlich habe ich teilweise auch so ein 4 bis 5 Tage Bart und das schabt dann manchmal vielleicht ein bisschen. Aber ich mache auch ganz gerne mal so. Wie so Geräusche, ne? So. Ey, wo bin ich denn gestorben worden?
War das nicht hier? Ach, guck mal. Toll, und da draußen liegen noch Erfahrungspunkte, die ich mit einsammeln kann. Ja, ist ja richtig gelohnt hier, du. Kriegt der Creeper denn auch Erfahrungspunkte, wenn der mich umbringt? Ah, ne, wohl kaum, weil er ja selber dabei drauf geht, ne? Nein, ist mir klar, dass die Mobs keine Erfahrungspunkte bekommen. Jetzt braucht ihr schon gar nicht euren Schreibfinger rausholen und dann mich zutexten. Ja, was ist das denn jetzt hier? Ja gut, dann können wir ja eigentlich nur hier kurz einen Prozess machen mit dem armen Baum. Komme ich jetzt eh nicht ran. Ach, weißt du was, das kann mich jetzt mal... Warum habe ich denn jetzt keinen Platz mehr für den Koppelstein? Das kann ja wohl nicht angehen. Nee, hallo, so nicht. Was brauchen wir denn nicht? Hier die Seeds, die können wir jetzt mal hier lassen, so. Den ganzen Dreck. Gut, Leute, in der nächsten Folge gucken wir oben am Dorf weiter. Bauen wir jetzt endlich mal, ja, das Grab, weiß ich noch nicht, erstmal grün werden lassen. Ja, immer der Reihe nach. Wir haben ja Zeit, uns treibt doch nichts. Ja, und 1.8, das verspreche ich euch, wird wirklich ein schönes Grab von mir bekommen. Das muss sein, das muss einfach sein, ne? Ob das dann alles gelingt, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin erstmal auf Wiedersehen.